Steinkacke. So. Das war so. Wie war denn dein Verhältnis zu Barbara Brecht-Schall, zu Eckhard Schall und zu Hilmar Thate? Und wie hast du welchen BE-Clan eigentlich kennengelernt? Ja, das hat man sehr schnell herausgefunden, dass man dann am Berliner Ensemble war, wer zu wem hielt, wer zu wem gehörte und was da für ein Lager war. Zu dieser Zeit hatte ja Barbara Brecht-Schall noch die vollen Rechte über die Stücke, über die Besetzung der Stücke, über alles eigentlich. War ja so ein Gummiparagraph, der war weit dehnbar. Und ich muss aber sagen, ich bin ein Einzelkämpfer, ich bin ein Einzelgänger. Ich kann mich nicht von irgendwelchen Leuten verführen lassen. Das mache ich auch nicht, lieber verliere ich. Also das mache ich nicht und ich habe mich gar keinem Lager gebeugt. Es gibt Begegnungen, Schall hat mich durch Arbeit kennengelernt. Schall habe ich bewundert, den habe ich echt verehrt, weil er eine enorme Disziplin hatte für diesen Beruf, was mir sehr gefallen hat, was mir immer sehr entgegenkam, was ich geliebt habe, weil ich auch ein total disziplinierter Mensch bin, was den Beruf angeht. Und ich habe ihn verehrt und er hat mich in Ruhe gelassen. Und ich war nun auch nicht gerade die Frau, die zu erobern war. Ich war glücklich verheiratet mit zwei Kindern. Also ich war da auch kein Freiwild. Und insofern hatte ich ein gutes Leben. Die Schall war liebenswert. Sie hat gesehen, dass ich mit ihren Liedern, mit den Texten immer gut umgehe. Ich habe ihr für jedes Brecht-Programm einen Brief geschrieben, darf ich diese Lieder singen? Schall hat dann gesagt, sing das Lied, das macht sie gut. Und es gibt ein ganzes Kapitel in meinem Buch, da hat sie gesagt, die singt, wie Papa es wollte. Das ist so, sie war einverstanden mit meiner Arbeit, aber ich habe mich auf Gastspielen nie beschenken lassen. Ich habe mich nie in eine Gruppe begeben. Ich bin immer meinen eigenen Stiefel gelaufen. Und ich mache das eigentlich gerne bis heute. Und Hilmar Thate? Mit Hilmar habe ich nur an der Volksbühne gearbeitet, im Wald und in zwei Inszenierungen. Hilmar Thate ist für mich der ungekrönte Sänger des Berliner Ensembles. Das ist für mich der lyrischste Tenor für Brecht-Lieder. Ich habe nie, also wenn der das Lied für Marie A. gesungen hat, dann kann man flennen. Also der hat Shanties gesungen. Das war ein irre begabter Mensch und ein privat auch schwieriger Mensch. Und den hat man einfach nur akzeptiert und respektiert. Es gibt ganz viele Kollegen, die kriegen einfach meinen Respekt, weil man sie über die viele Jahre, über die Arbeit beobachtet hat. Und als ich dazu kam, waren die schon wer alle. Und man ist dann nachgetreten. So, das ist